Die wichtigste Nachricht des heutigen Handelstags kam eigentlich schon heute Nacht und damit vor Börseneröffnung hier in Europa. Und das war, dass China die Zölle, die Gegenzölle auf US-Importe, die man im September eingeführt hatte, als Reaktion auf die Strafzölle der USA, dass man die halbiert. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Die Grundfrage ist, warum tut man das? Was bedeutet das? Was zeigt uns das? Und hier hat nach meiner Auffassung Sven Henrik den richtigen Riecher, wenn er sagt, naja, ist ja schön und gut, wenn China hier die Zölle senkt. Die Aktienmärkte waren ja euphorisch, vor allem die asiatischen Aktienmärkte nach oben, damit die US-Futures nach oben, damit der DAX dann im Handelsstart nach oben. Aber es ist eben ein Zeichen, so Sven Henrik, wie ernsthaft, wie gravierend die ökonomischen Folgewirkungen offenkundig des Coronavirus in China sind. Und da ist zum Beispiel auch Yuan Talks mit der Meldung, dass die Passenger Trips, also die Passagierzahlen, 86,8% gefallen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Da sind die Eisenbahn minus 89%, Straßenverkehr minus 86,4%, Wasserverkehr minus 94%. Und Luftverkehr minus 85%, das muss man sich mal vorstellen. China steht also nach wie vor still, kann man nicht anders sagen. Heute hat übrigens der chinesische staatliche Ölkonzern, Offshore-Ölkonzern CNOOC, gesagt, wir rufen die sogenannte Force Majeure aus. Das ist sozusagen eine Aktion, die eine Firma machen kann in bestimmten Notfallsituationen. Wenn also sozusagen etwas völlig Unvorhergesehenes passiert, was eine Firma nicht beeinflussen kann, dann kann man diese sogenannte Force Majeure ausrufen und sagen, wir können leider Lieferungen nicht annehmen. Genau das ist passiert. Hier haben Lieferanten wollten Gas liefern nach China und die CNOOC hat gesagt, nehmen wir nicht an, rufen diese Force Majeure aus. Das zeigt, wie dramatisch die Lage ist, wie dramatisch vor allem eben die Nachfrage nach Rohstoffen offenkundig eingebrochen ist. Das sehen wir auch hier in diesem Chart, den ich Ihnen hier zeigen will. Da ist er, das ist der Bulk-Index, der ins Negative dreht, also unter Null. Das hat es auch schon lange nicht mehr gegeben, also praktisch ein Bulk-Shipping. Schiffsladungsindex, da sehen wir die ökonomischen Folgewirkungen, gerade eben im Schiffsverkehr. Wir haben heute übrigens auch sehr, sehr schwache Daten aus Deutschland wieder gesehen. Da war ja die Hoffnung, dass diese Drehung reinkommt, die ja auch teilweise in vielen Daten erkennbar ist. IFO-Index, Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland sind ja besser geworden. Aber hier sehen wir die Industrieaufträge, 8,7% zum Vorjahresmonat gefallen. Das ist der größte Fall seit September 2009 und damit jetzt 19 Monate im Vergleich zum Vorjahresmonat, zum jeweiligen Vorjahresmonat rückläufig. Das ist schon eine herbe Zahl. Wir hatten eigentlich zwar eine leicht negative Zahl erwartet, aber zum Vormonat waren es auch über minus 2%. Also da ist doch durchaus einiges im Argen und die Zahl wird sich nicht verbessern jetzt gerade mit der Situation in China. Was haben wir hier noch in Sachen China, da ist auffällig derzeit eines. Wir haben zwar weitere Anstiege der Infektionen in China mit dem Coronavirus. Die Kurve flacht sich etwas ab. Das ist richtig. Aber wir haben jetzt die sogenannten Suspected Cases, also die Verdachtsfälle, die stagnieren derzeit. Und jetzt haben manche gesagt, ja, das ist ein gutes Zeichen, weil möglicherweise damit eben jetzt die Neuinfektionen abnehmen oder nicht mehr so stark steigen, könnte doch ein gutes Zeichen sein. Aber Experten sagen, das ist kein gutes Zeichen, sondern es zeigt nur, dass Chinas Gesundheitssystem total am Rande ist, muss man sich ja auch mal vorstellen. China ist vom medizinischen her, von der medizinischen Grundversorgung her deutlich schlechter aufgestellt als Deutschland. Da kommt auf einen Arzt etwa 7000 Patienten. Das ist in Deutschland etwa weniger als das Zehnfache. Das heißt, da ist einfach die Ärztedichte viel höher. In China ist das Gesundheitssystem gar nicht für so eine Massenepidemie, wenn man so will, ausgerichtet. Das ist hier zu bedenken. Das heißt, auch die Kontrollmechanismen dürften jetzt am Rande des überhaupt Möglichen sein. Wir haben dann an JP Morgan, wenn die gesagt haben, wir werden unsere Aktieninvestitionen kappen, werden also unsere Overweight, also übergewichtete Position, ein bisschen zurückfahren, international. Und das vorwiegend aus zwei, wie ich finde, sehr zwingend logischen Gründen. Der erste Grund ist, dass JP Morgan sagt, ja, wenn die Firmen in China
wieder aufmachen sollten, dann wird die Rate der Infektionen wieder steigen, weil natürlich die Leute in Kontakt kommen. Und China ist ja sehr, sehr viel Produktion, weniger jetzt Jobs, die möglicherweise zu Hause passieren können. Homeoffice gibt es natürlich auch massenhaft, aber nach wie vor eben sehr, sehr viel Produktion. Wenn also dann die Betriebe wieder aufmachen, die Leute alle zusammenkommen, steigen wieder die Infektionszahlen. China macht ja extreme Maßnahmen teilweise, um die Quarantäne durchzusetzen. In Wuhan muss jeder Bewohner inzwischen sein Fieber messen und den Behörden melden. Das muss man sich mal vorstellen. Der zweite Grund, der JP Morgan hier zu einer skeptischen Haltung veranlasst, ist auch logisch, dass man sagt, okay, wenn die Firmen wieder aufmachen, mehr Infektionen, wenn die Firmen aber nicht wieder aufmachen und der ganze Urlaub sozusagen, der Zwangsurlaub verlängert wird, dann wird der ökonomische Folgeschaden immer größer. Das hat für mich eine sehr zwingende Argumentationskette. Und wir sehen, dass eigentlich ja die Grundsituation vor allem jetzt in den USA etwas besser geworden ist. Wir haben hier den City Economic Surprise Index. Das ist praktisch der Index, der bemisst, wie stark hereinkommende US-Konjunkturdaten abweichen von der vorherigen Erwartung. Und die Daten zuletzt, ADP-Arbeitsmarktbericht gestern, ISM-Index Service gestern wirklich stark. Dementsprechend ist der Index hier nach oben gegangen. Dementsprechend sagt man sich natürlich, okay, dass die Fed jetzt die Zinsen senkt, wird weniger wahrscheinlich, wenn die Konjunktur doch einigermaßen aufgestellt scheint. Und das fördert den Dollar, das stärkt derzeit den Dollar maßgeblich, ein wichtiger Treiber an den Devisenmärkten. Apropos Devisenmärkte respektive Repo-Märkte. Wir sehen in den letzten Tagen einen massiven Überhang an Nachfrage wieder am Repo-Markt nach diesen Repo-Operationen der Fed. Es gibt viel mehr Nachfrage, als die Fed dann zuliefert. Hier sehen wir die Differenz. Oder als die Fed dann faktisch auch zuteilt. Jetzt gibt es zwei Erklärungen. Die erste sagt, da ist nach wie vor Riesenstress im Kreditsystem, das ja faktisch der Repo-Markt ist. Ist ja ein Kreditmarkt. Das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung ist die, dass man sagt, ja, guckst du, die Banken machen da todsicheres Geschäft, weil eben der Satz, den sie da bezahlen müssen für diese Kredite, geringer ist als das, was sie dann selber ausgeben können an Kredit. Dementsprechend saugen sie sich da voll. Deswegen sind eben diese Kredite oder sind diese Repo-Aktionen immer oversubscribed. Und wir haben hier in Sachen China nochmal, ja, hier zunächst die Aufforderung der Chinesen, den Phase-1-Deal ein bisschen zu lockern, da mal 5 Grad sein zu lassen und zu sagen, liebe Amerikaner, wir können derzeit nicht. Es gibt im Vertrag zwischen den USA und China, in diesem Phase-1-Deal-Vertrag, einen Passus, der solche Fälle direkt regelt, wenn also bestimmte Dinge passieren, die überhaupt nicht vorhersehbar sind, die nicht in der Kontrolle der jeweiligen Regierungen liegen, dann kann man hier Sonderregelungen in Anspruch nehmen. Ist noch nicht bekannt, ob China wirklich offiziell bei den USA angefragt hat, aber die Folgewirkungen scheinen extrem zu sein. Da berichtet zum Beispiel Nikkei, diese asiatische oder die japanische Wirtschaftszeitung, dass 45 Milliarden Auftragsvolumen an AirPods für Apple jetzt in Gefahr ist. AirPods sind ja diese Ohrstöpsel, die ziemlich cool sind für viele und die auch sehr, sehr gut laufen, die sehr, sehr gerne gekauft werden. Das ist ein neuer Schlager bei Apple. Aber da ist jetzt sozusagen das Problem, dass die eben natürlich in China hergestellt werden, wie so ziemlich fast alles, was Apple dann weltweit verkauft, in China hergestellt wird. Und die Frage ist, wie lange kann das noch so sein? Wie lange können chinesische Firmen dicht machen? Foxconn hat jetzt gesagt, der Hauptlieferant, man wird jetzt nächste Woche wieder aufmachen. Mal sehen, ob das passiert. Schauen wir uns die Charts an, die von Capital.com sind, meine Damen und Herren. Manchmal vergesse ich es zu erwähnen, deswegen sage ich es jetzt besonders ausdrücklich. Wir sehen hier den Nasdaq 100 zur Öffnung ein bisschen runter. Hier diese Rampe nach oben eben aufgrund der Zollsenkungen durch die Chinesen, der angekündigten Zollsenkungen, die werden nächste Woche erst in Kraft treten, 9.438. Es tut sich aber nicht so wahnsinnig viel, gilt insgesamt für die Indizes. Wir haben beim S&P 500 heute ein neues Allzeithoch gesehen, aber es ist jetzt nicht so, dass man nach oben explodiert. Das gilt auch für den DAX, der bei 13.575 ist, ziemlich genau da, wo ich heute Morgen ihn auch taxiert hatte beim Videoausblick. Allzeithoch also nicht erreicht worden. Heute Deutsche Bank, der Hauptgewinner nach dem Einstieg eines Großinvestors. Geht es massiv nach oben. Auch da sitzen einige Short. Ist so ein bisschen Tesla-esque, könnte man sagen. Schauen wir uns den Euro-Dollar an. Jetzt deutlich unter die 1,10er-Marke gefallen. Da lagen Stops in der 1,99er-Region. Dollarstärke wegen den nachlassenden Zinssenkungsfantasien. Wir sehen Gold
dass ich dafür, dass der Dollar recht stabil ist, recht stark ist, auf der Brust sehr gut halten kann, 1565. Und wir sehen, Secret Oil bei 51,02 $. Russland weigert sich hier in Sachen Produktionskürzungen auf den Nachfrageschock durch den Coronavirus zu reagieren. Das wird noch eine heiße Kiste, was den Ölpreis betrifft. Wird auch eine heiße Kiste, was die Märkte betrifft. Heute irgendwie so ein Zwischentag. Morgen kommen die US-Arbeitsmarktdaten. Heute so ein Tag, wo man das Gefühl hat, nicht Fisch, nicht Fleisch, die große Entscheidung, die kommt noch. Ausbruch nach oben. Oder jetzt mal doch der Tsunami, weil die ökonomischen Folgewirkungen durch das Coronavirus dann immer klarer werden. Das ist hier die Frage. Und ich sage Ihnen Servus und Ciao.